Moin Moin und herzlich willkommen, euer Senzel ist wieder hier mit den Anfängen der Season, meinen ersten Raids sozusagen. Leider gibt es das nicht zu sehen dabei. Ich habe auf die Facecam verzichtet, weil ich einfach schlicht und ergreifend zu faul war. Ich hätte das hinterher wieder mit Bild und Ton von mir mit dem Spiel, mit der Spielaufnahme synchronisieren müssen, da wäre ich zu voll gewesen. Auch umziehen hätte ich mich müssen, weil nicht jedes T-Shirt von mir greenscreen-tauglich ist, sozusagen. Ich habe einige, die grün sind, sozusagen. Da wäre ich halt, wäre wahrscheinlich nur mein Kopf zu sehen. Gut, auf bla 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 müsst ihr nicht verzichten. Ich habe es im Nachhinein nochmal kommentiert, was ich gemacht habe und was so meine Gedanken waren. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß mit dem Video und ja, wie ist es euch so ergangen? Schreibt mir in die Kommentare, wie gefällt es euch, wie kommt ihr voran und so weiter. Würde mich interessieren. Lasst gerne ein Like oder Abo da, würde ich mich riesig freuen. Bis dahin, tschüssi, euer Senzles. Tschüss. Jo, und herzlich willkommen. Damit sind wir auch schon mitten im ersten Raid, in dem allerersten. Hier war ich auf Shoreline unterwegs, dachte mir, machst ein paar Skeffs kalt mit viel Glück bekommst du die MP 133. Mit noch mehr Glück vielleicht zwei. Aber ich hatte weder Glück noch viel Glück. So viel kann ich euch schon mal verraten. Aber es war trotzdem ein geiler Raid. Also der war schon erfolgreich. Wir werden es sehen am Ende. Also ich komme heil raus. Leider bloß ohne die MP 133. So, hier höre ich Schritte. Ich glaube, die waren drüben in dem Einkaufsladen. Und es muss ein Spieler gewesen sein. Also sachte rangeschlichen. Der Meister stapft noch fröhlich durchs Unterholz. Jetzt kam er raus. Das war mein erster Pistolenkill. Leider zählt er nicht, weil ich diese Kack-Quest zu diesem Moment noch nicht hatte. Die kommt ja erst um einiges später. So, hier wieder völlig gestresst. Beim Looten. Auch sträflicher Leichtsinn, dass ich nicht die Gegend erst noch ein bisschen sondiert habe. Und da habe ich auf jeden Fall schon mal eine bessere Weste. Und einiges an medizinischen Vorsorgeprodukten. Ne, Versorgungsprodukten, Vorsorge. Triffst du ja hier nicht, du heilst das ja weg, wenn es soweit ist. Ach doch, mit Painkiller kannst du Vorsorge treffen. So, ja, Muttern, dieses Tape. Dushanka, jetzt wo ich sehe, hätte ich es vielleicht aufheben sollen, statt sinnlos in mich reinzustopfen. So, alles geschnappt, auch seinen Rucksack noch mitgenommen. Und weiter geht's. Jo, bis hierher dann keine besonderen Vorkommnisse. Ich bin jetzt nur noch wieder am Essen. Und jetzt geht's Richtung Exit. Gibt gleich noch eine kleine Schießerei mit Skeffs.
Er sieht mich natürlich wieder und fängt die große Ballerei auch gleich an. Und zu meiner Überraschung waren es dann auch gleich zwei. Und diese 20 Schussmagazine sind auch schnell leer geschossen. Er meckert. Oh, ich liebe die Skeps, wenn sie mir nicht direkt einen Backshot in die Fresse geben. Das sind schon lustige Gesellen. Moment, wie sieht er mich denn nur? Wahrscheinlich meinen Kopf oder so. Aber warum sehe ich ihn nicht? So, damit wäre Ruhe am Exit. Looten wollte ich die Brüder jetzt nicht noch. Ich wollte einfach nur noch raus. So, dann sind wir auch schon im nächsten Raid auf Woods. Hier sollte ich ja, da sollte man ja Jägers Lager finden und den Brief abholen. Ich dachte mir, ja, mache ich nachts, wird bestimmt einfacher. Für euch zwar schlecht, weil ihr wahrscheinlich nicht so viel seht. Und da taucht noch direkt zwei Spieler vor mir auf, also drei, die sich gegenseitig beschossen hatten. Zwei davon waren ein Team. Ich wollte jetzt nicht schießen, weil ich mir nicht sicher war, ob sie mich schon gesehen hatten. Ja, aber sie haben mich gesehen. Dann schieße ich kurz zurück und suche mein Heil in der Flucht. War schon krass, da haben die mich tatsächlich auch mitbekommen, dass ich da in der Ecke saß. Zum Glück war der Baum vor mir. So, jetzt ist ja wieder ein Sportsfreund unterwegs. Also nachts ist ja auch die Hölle los. Ich bin bei der Flugzeugabsturzstelle. So kurz vorm Ziel eigentlich. Hat er mir schon den Arm weggeschossen. Schwere Blutung und uiuiuiuiui. Und zwei leichte Blutungen dazu. Das Bein ist auch weg. Der Magen ist weg. Und mein PMC beschwert sich schon wieder mit lauten Stöhngeräuschen, dass es ihm irgendwie gar nicht so gut geht. Ich hatte echt jetzt Angst, dass der mich noch findet, weil er mich husten hört. Zum Glück hatte ich noch Salema gefunden und der Typ ist seiner Wege gegangen. Wahrscheinlich auch froh, auf dem Weg raus zu sein. So, da haben wir uns erfolgreich zusammengeflickt. Das Gequieke hat aufgehört. Und wir sind bei Jägers Hochsitz. Ja. Das Dokument genommen und jetzt können wir uns Richtung Exit begeben, erfolgreich die Quest abgeben, Punkte kassieren, so wie ich es liebe. So, damit sind wir bei der nächsten Quest. Und zwar die bronzene Taschenuhr für Bravo besorgen. Vorher brauchte ich aber noch den Machinery Key. Tja, das war leider nichts. Also auf zum nächsten Versuch, wieder nachts. Und hier hatte ich schon so eine Vorahnung und so ein Bauchgefühl, was sich echt bewahrheitet, weil ich wahrscheinlich nicht der Einzige war, der hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen wollte. Zwar Pistolenkills in Dorms und den Machinery Key holen.
Meine Vermutung war, dass schon jemand auf der anderen Seite spawnen sein können, aber nicht direkt zu den Dorms läuft, sondern eventuelle Kontrahenten hier unten am Wasser abfangen möchte. Ich bin dann, hab mich dann ins Gebüsch gehockt. Eine Weile und Tatsache. Blutung stoppen. Sehr ungünstige Situation. Und das war mein Glück, dass er mich pushen wollte. Die Situation war folgende. Ich habe ja eine Weile in dem Gebüsch gehockt. Und mein Gegenüber auch. Er hatte aber wahrscheinlich gehört, dass ich schon runtergelaufen bin, den Hang, und wurde wohl ungeduldig und wollte mich baiten sozusagen, wollte sich kurz zeigen, dass ich halt schieße und er mein Mündungsfeuer sieht. Hat ja dann auch relativ gut geklappt am Anfang für ihn, aber zum Glück für mich ist es dann zu meinen Gunsten ausgegangen. So, jetzt sind wir schon in den Dorms. Jetzt muss ich bloß noch den Schlüssel aus der Jacke holen. Dann zum LKW die Uhr. Ah, hier komme ich wieder nicht rein. Das ist auch noch so ein Grund, warum ich ohne Facecam aufgenommen habe, weil ich auch Nachttrades mache und weil mir die Beleuchtung, die Softboxen dann praktisch komplett die Sicht nehmen abends. Ich sehe dann auf dem Bildschirm gar nichts. Ich habe aber keine Lust, das Bild heller zu machen, weil es ist nicht mein Ding. Ich spiele das Spiel so, wie es ist. Ich habe vielleicht ein paar kleine Postfix-Einstellungen gemacht, aber auch nicht so extrem. Nacht ist bei mir halt Nacht. So sieht's aus. So, jetzt schnell die Uhr geholt. Dann zum VX und raus. Ging's wieder erfolgreich. Schön abgegeben. Ein Pistolenkill gemacht. Sehr nice.